Natürlich nicht. So, also nochmal herzlich willkommen. Meinen Namen kann ja jeder lesen. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Und ja, ich darf euch heute einmal wieder diese fantastische Technologie, die Vorstufe, sage ich jetzt mal zu Spaceway, vorstellen, nämlich Skyway, die Transporttechnologie der Zukunft. Ich habe heute einen interessanten Bericht dabei, ganz zum Schluss bei den News, wie die Prognosen für die Zukunft sind und wie die Profis das Ganze sehen. Das werdet ihr sicherlich mit Spannung erwarten, aber ich werde jetzt hier nicht vorgreifen. Hier, so könnte die Zukunft aussehen mit Skyway. Unten alles wieder grün, die Erde gehört den Menschen und der Transport in der Höhe. Darf ich natürlich wieder ein bisschen was über Gründer erzählen, was so alles schon passiert ist, über die Skyway-Technologie selber, wo wird es benötigt, die Anwendungsgebiete, das Versuchsgelände und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss natürlich die aktuellen News. Da habe ich auch ein klein bisschen was dabei wieder aus den russischen Webinaren, die ihr nicht kennt. Also beeilen wir uns, dass wir schnellstens dahin kommen. Hier haben wir ihn, Anatoly Eduardovich Junitsky. Es laufen hier Informationen, dass er im Moment einen Ortswechsel vornimmt. Ich möchte aber hierzu nichts Näheres sagen, aber so viel verrate ich euch. Es hängt zusammen mit seinem Tätigkeitsbereich, dass er im Moment wahrscheinlich umzieht die nächsten Wochen, ja. Aber zu ihm selber. Er ist natürlich Autor und Erfinder von vielen technischen und wissenschaftlichen Monographien, Arbeiten und so weiter. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Wir wissen, er hat ja Verkehrswesen studiert, dann ist er zum zu der Branche gekommen, zur Astronautik und hat hier ja einiges auch vorbereitet, hier sich ganz stark mit eingebracht in den 80er Jahren. Dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Das spiegelt sich in allem wider, was er so macht, in seinen Ökohäusern. Alles, was er anpackt, ist auch ökologisch. Viele haben ja mitbekommen, dass ich jetzt vor kurzem in Minsk war. Da hat man auch gesehen, diese ganzen Gärten, die sie jetzt angelegt haben. Es ist einiges passiert seit letztem Jahr. Damit will man einfach auch beweisen, wie ökologisch diese Transporttechnologie ist, ohne dass einfach die Pflanzen und alles geschädigt werden, und er stellt ja auch selbst Humus her. All das kommt eben aus diesem Bereich Naturwissenschaften, und ich kann euch sagen, die Pflanzen sehen sehr, sehr gesund und kräftig aus. Also auffallend, die müssen wirklich hier gedüngt werden mit Natur, mit speziellen Boden ohne Ende, und die Erdbeeren haben hervorragend geschmeckt. Also das mal nebenbei. Dann ist er natürlich der Erfinder und Chefingenieur der Skyway String Transporttechnologie und natürlich das, was auch danach kommen wird von Spaceway. Alle Informationen viele, viele Jahre zurück, er ist ja seit 41 Jahren an dieser Technologie dran, findet man auf der http://unitsky.com-Seite. Also wer sich hier mal informieren möchte, er kann hier Wochen verbringen, und dann wird er vielleicht mal durchkommen durch das Programm. So, natürlich gibt es mittlerweile schon viele Auszeichnungen, Patente und so weiter für die Technologie, auch die Anerkennung als ausführbare Technologie von Russland seit 2016, dann ISO-Auszeichnungen aus Australien, werden wir gleich sehen, auch sogar aus Thüringen, aus Deutschland, und das hat schon mal was, weil wenn die Deutschen mit ihrer extremen Kritik das anerkennen, dann bedeutet das besonders viel. Patente für die Fahrzeuge, Patente für die Architektur, dass man selbst bauen darf, den dritten Golden Chariot, der vierte ist schon in Vorbereitung. Hier eben das Zertifikat in Thüringen, Auszeichnung als Technologie des Jahres. Also man wird ja schon fast nicht mehr fertig, was hier schon alles passiert. Dann hat man sich natürlich den Namen dokumentieren und als Marke registrieren lassen. Man ist Mitglied mittlerweile geworden beim Verband für öffentlichen Personennahverkehr in Belgien, auch damals entstanden bei Indonesien auf der Messe. Dann ist mittlerweile der gesamte Ökopark, so wie er jetzt steht, schon zertifiziert. Die ersten Fahrzeuge sind zertifiziert, hier in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft aus St. Petersburg. Natürlich auch externe Expertisen, auch aus Australien schon vorhanden. Also
Man kann sagen, alles, was jetzt dasteht, ist im Prinzip entweder in der Zertifizierungsphase, wie der 48-Personen-Sitze aktuell. Wir haben ihn gesehen, wir haben live die Arbeiten mit beobachten dürfen. Und er sieht übrigens super aus, also dieser Zug. Und da läuft ja im Moment der Zertifizierungsprozess. Also alles, was passiert, wird natürlich im Ökopark zertifiziert. Wir haben ja das letzte Mal gelernt, die Vorarbeiten passieren erstmal in der Manufaktur durch diese Spezialmaschinen, dass man hier keine unnötige Zeit und Geld verschwendet und dann muss man wieder vom Ökopark rein in die Fabrik. Nein, hier gibt es erstmal Vortests, Simulatortests und so weiter und dann geht es erst in den Ökotechnopark zum Zertifizierungsprozess im Freien. Es ist einiges passiert, kann ich euch verraten, seit letztem Jahr. Und viele, die am 4. August dabei sein werden, sie werden das dann sehen. Vielleicht erzähle ich euch am Schluss ein bisschen was noch dazu. So, was ist Skyway? Warum ist es so interessant? Es ist einfach ein ganz spezielles Schienensystem, das wir dann über die Technik noch kennenlernen. Auf der zweiten Ebene, das ist auch schon das Einzige, was sie gemeinsam haben, zum Beispiel mit einer Seilbahn oder mit einer Einschienenbahn, mit der Magnetbahn, dass es auf der zweiten Ebene ist. Ansonsten ist es ein ganz spezielles Konstrukt, sehr filigran für das, was es leisten muss. Und es hat auch noch die Möglichkeit, das Ganze multiple zu nutzen, das heißt Stromkabel, Glasfaserkabel und so weiter in die starre oder flexible Konstruktion mit zu integrieren. Wo liegen die Vorteile? Natürlich in der Verkehrssicherheit. Wir kennen ja das Bild, aber wie gesagt, das ist unser Bild. Es sieht noch viel drastischer aus in anderen Ländern. Also glaubt mir, bei uns sieht es fantastisch aus im Vergleich. Das hier ist Tagesablauf in anderen Städten. Dann gibt es natürlich auch, wenn es Hochwasser gibt, hier diese Problematik oder wie in Australien Unterschwemmungen von Schienen und so weiter. Das hat man mit Skyway alles nicht. Man hat die Kollisionsgefahr ausgeschlossen, weil man ja sich auf der zweiten Ebene bewegt. Es gibt keine Kreuzungen, also auch hier kein Hindernis. Spezielle Stabilität der Schienenfahrzeuge einfach durch die Technik, da kommen wir noch dazu. Und auch erdbebensicher bis zur Endstufe. Terror, natürlich kann man Terror nie ganz ausgrenzen, aber durch diesen speziellen Schienenaufbau, durch die spezielle Art, wie es gebaut ist, auch hier eine wesentlich höhere Sicherheit als alles andere, was es sonst so gibt. Und es gibt also schon drastische Unterschiede an Verkehrstoten, da gehe ich aber heute nicht so ins Detail drauf ein. Dann liegen natürlich die Vorteile der Technologie in der Umweltfreundlichkeit. Wir wollen ja hier unseren Planeten schützen und für länger erhalten, auch für unsere Nachfolger. Wir kennen es vom Straßenbau, staubbildende, umweltschädliche Erdaushüpe haben wir hier alle nicht. Wir stören nicht die Tiere, die können sich unten drunter frei bewegen, sie werden nicht verstrahlt, wie bei der Magnetbahn zum Beispiel. Auch kann man Felder unten drunter bauen, die stört das überhaupt nicht, weil es gibt keine Verstrahlungen. Das beweisen wir eben jetzt durch die Bepflanzungen im Ökotechnopark. Also man sieht hier, man hat an alles gedacht. Dann keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, auch wichtig. Ja, wenn man hier ganze Kanäle anlegt oder zupflastert, gibt es hier auch Problematiken. Das ist einfach hier kein Hindernis. Diese kleinen Fehler, da kann das Wasser sich frei herumbewegen, das ist überhaupt kein Thema. Dann kein Abgastaushalt wie beim Straßenverkehr, kein Reifenabrieb, niedrigster Energiebedarf, das sehen wir dann bei den Fahrzeugen nochmal. Dann hohe Ebenheit der Fahrstrecken durch die. Das sehen wir dann auch bei der Schiene, es ist sehr breitflächig, sehr eben, mit Laser wird das begradigt. Also auch hier kein Ruckeln, Zuckeln oder sonst irgendwas, keine großen Fahrgeräusche. Kurze Wartezeiten, man hat ein ganz anderes System, es gibt hier keine festen Fahrpläne, sondern so wie man hier reinfährt, jetzt muss ich mir den Pfeil wieder suchen, dass der mir nicht abhaut, das ist ein bisschen anders hier. Wie man hier reinfährt, kann man um die Kurve und wieder rausfahren oder hier aussteigen, nach unten fahren und in eine andere Richtung fahren. Ich brauche nicht warten, weil die Fahrzeuge stehen da, die merken, ah, hier sind Menschen, die kommen die kleinen Fahrzeuge an, ich kann einsteigen und kann mich in eine andere Richtung bewegen. Also nicht wie bei der U-Bahn, dass ich dann 10 Minuten warten muss oder gar eine Stunde, wenn weniger los ist bei einer Straßenbahn oder sonstigen Bahn. Das haben wir hier alles nicht. Ganze ist automatisch gesteuert über Internet, später über Blockchain auch, sodass keine Eingriffe möglich sind.
sodass man aufgrund der Steuerung, kein Mensch kann jetzt mal, sage ich mal, ruckartig bremsen. Wir haben es jetzt in Kiew wieder erlebt, was es bedeutet, wenn ein Busfahrer schlecht fährt, da haut sich fast vorne an die Nase an, wenn du nicht angeschnallt bist. Also das kann alles passieren. Schließen wir hier gleich aus, weil das hier fährt keine Person mit. Das ist alles leichtläufig und eben ohne Personen gesteuert über das Internet. Und wie gesagt, es gibt keine Kreuzungen. Aber was natürlich das Allerwichtigste ist für diejenigen, die sowas errichten wollen, das sind natürlich ganz offen gesagt einfach die Baukosten und die Betriebskosten. Und hier sieht man schon an den Vergleichsbalken, unten ist die zum Beispiel Magnetbahn, oben die Skywebbahn, wird ja häufig miteinander verglichen. Da reden wir hier oben von 18-fachen und bei den Betriebskosten sogar von 30-fachen. Wenn wir uns aber am niedrigsten orientieren, bei der Eisenbahn, reden wir immerhin auch vom Doppelten in beiden Bereichen. Und man muss natürlich sagen, doppelt bei Milliardenbeträgen ist auch 1 Milliarde oder 2 Milliarden oder 10 Milliarden oder 20 Milliarden oder 100 Milliarden oder 200 Milliarden. Ich meine, das sind natürlich hier schon ganz andere Konditionen. Warum ist es so? Wenig Flächenbedarf, das haben wir ja schon gesehen. Geringe Kosten für Erdarbeiten ist auch klar. Erstmal schaut euch mal diesen Bahnhof an und denkt mal an Stuttgart 21, nur mal ein Beispiel, oder an den Münchner Bahnhof. Das sind natürlich ganz andere Arbeiten erforderlich. Dann ein Straßenbau sind andere Arbeiten erforderlich. Wie zum Beispiel, wenn ich einen Pfeiler nur errichte oder mal so einen kleinen Bahnhof, weil ich den zum Spannen brauche. Das sind ganz andere Dimensionen. Wir reden hier von ganz anderen Bereichen. Wir reden hier teils von Strecken, wo der Kilometer mittlerweile durch die Leichtlaufsysteme, durch die neuen Strings schon bei einer halben Million liegt, statt 2 bis 5 Millionen oder 1 bis 5 Millionen bei leichteren Strecken. Ja, also das merkt man natürlich gewaltig. Warum? Geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das sehen wir dann auch bei der Schiene, erkläre ich dann noch detaillierter. Dann kann man bei jedem Wetter fahren, egal ob kalt, ob warm, ob frostig, ob der Riesen alles zugefroren, die Bahnen, das haben sie festgestellt, schieben das Eis einfach weg, weil es einfach so filigran und dünn ist. Niedriger Kraftstoffverbrauch, wenn man jetzt wirklich nicht erneuerbare Energie verwenden kann, wie zum Beispiel Strom, es läuft ja alles mit Strom, müsste es mit Diesel zum Beispiel antreiben, dann ist es auch extrem niedrig, was man braucht für 100 Kilometer. Kommt auch natürlich auf das Fahrzeug drauf an. Die Highspeed haben dann natürlich längere Strecken, da ist es noch weniger wie jetzt bei den Unibus oder Unibike in den Städten. Also es liegt auf alle Fälle, ich sage jetzt mal, zwischen 1 und 3 Litern vielleicht, kann man sagen, was man braucht auf 100 Kilometer. Und das ist natürlich für dieses Gewicht lächerlich. Automatische Steuerung bedeutet, ich brauche kein Personal, ja, das ist ja auch ein riesiger Kostenfaktor. Und wer kennt den Spruch nicht, Zeit ist Geld? Natürlich hohe Geschwindigkeiten, gerade im Frachtbereich oder auch im Personenverkehr, das ist natürlich ein wichtiger Faktor für alle. Und so kommen wir zu einer schnellen Rentabilität, bedingt durch die niedrigen Transportkosten, auch für uns natürlich interessant. Niedrige Transportkosten bedeuten ja auch für uns niedrige Fahrscheinskosten und dadurch bedingt auch kurze Amortisationszeiten. Man spricht durchschnittlich von 3 bis 5 Jahren. Es gibt natürlich Projekte, die sind noch schneller rentabel, aber es gibt auch welche, die dauern zum Beispiel wie in Mogilew, der Fluss Dnepr, 10 Jahre, aber dafür würde ein anderes Vergleichsprojekt ja 50 Jahre brauchen. Also ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Und das sind die größten Vorteile eben der Skyway-Technologie. Und schon sind wir grundsätzlich bei der Technologie. Okay, schlechter Ton, hat das nur der Neumann Hans-Joachim oder hat das auch noch jemand anders? Bitte mal kurzes Feedback. Ton? Ton perfekt. Also dann liegt es wahrscheinlich am WLAN. WLAN-Übertragung ist immer schlecht für Webinare, das müsst ihr euch für Grundsatz merken. So, hier haben wir sie wieder, die Spezialschiene von Junitzki. Hier der Ursprung
in der Mitte ein Bündel vorgespannter Strings. Das heißt nichts anderes wie bei einer Gitarrensaite. Wenn man eine Gitarrensaite spannt, auf Hochspannung bringt, ist sie unheimlich belastbar. Also man könnte zwischen Betonpfeilern angespannt, könnte man sich als Person wahrscheinlich draufstellen, zwischen bei 2 und 3. Trotzdem dünnen Spannseil, ja. Und dieses Wissen hat man sich zunutze gemacht in diesem Schienensystem. Natürlich hat man hier nicht nur eine verwendet, sondern mehrere Stahlstrings. Und die natürlich etwas dicker, ganz klar. Das Ganze ist umgeben von einem Befestigungselement und das wiederum ist in diesen Schienenkörper integriert. So, und man sieht hier schon deutlich, warum wenig Stahlbedarf. Weil hier ist kein Stahl wie bei der Eisenbahnschiene. Hier ist ein Spezialbeton. Dieser Spezialbeton hat die Bedeutung, erstmal durch diese spezielle Körnung, die er hat, und die Substanz, die in ihm enthalten ist. Diese Substanz verhindert das Rosten und die spezielle Körnung sorgt dafür, dass die Schwingung des Stahls, das ja nicht unbedingt gewünscht ist, weil das ist ja sehr laut, dass das eben unterdrückt wird. Und natürlich hat der Spezialbeton natürlich diese stabilisierende Wirkung, klar. Aber wenn wir an die Eisenbahnschiene denken, dann wäre das hier alles aus Stahl. Und hier haben wir halt nur den Schienenkörper, in der Mitte etwas Stahl und dann natürlich oben die Laufschiene. Das ist klar. Das brauchen wir schon. Aber stellt euch das vor, was man bräuchte, wenn man überall Stahl hätte. Mal vom Lärm ganz zu schweigen. So, durch Tests im Ökopark hat man dann festgestellt, wenn man diesen String hier auch noch dreht beim Spannen, dann kann man eine 4- bis 5-fache Belastung dieser Schiene erreichen. Das müsst ihr mir einfach glauben, das haben sie einfach durch diese Tests herausgefunden. Man hat dann auch noch die Halterungen verstärkt. Mittlerweile hat man noch mehr verstärkt, kann ich euch verraten. Und hier hat man zum Beispiel auch bei dieser halbstarren Schiene hier die Möglichkeit, eben noch multiple das Ganze zu nutzen, indem man hier noch Kabel einziehen kann. Das ist eine flexible Schiene. Und das sind jetzt neue Materialien. Ja? Diese neuen Materialien, Kohlefaser, Kunststoffe, Nanomaterialien und so weiter, die weiß man, die sind erstmal viel, viel leichter. Ja? Das heißt, der Durchhang, wenn wir uns eine Schiene vorstellen, das hängt ja logischerweise durch das Gewicht, ja, zwischen den zwei Halterungen. Aber wenn es natürlich leichter ist, ist der Durchhang wesentlich weniger. Und in dem Fall ein Zehntel. Das heißt, bei 5 Kilometern. Statt 100 Meter Durchhang nur 10 Meter. Was bedeutet das? Wir müssen viel weniger Spannung draufbringen, um diesen Durchhang gerade zu bringen. Ja? Dann kommt noch dazu, dass hier auf diesen neuen Materialien viel mehr Spannung möglich ist, nämlich eine Verfünffachung von 10.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter auf 50.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das heißt, auch hier nochmal eine Verfünffachung. Und somit können wir ein wesentlich höhere Distanz erreichen zwischen den Spannmasten. Das sind meistens dann die Bahnhöfe, ja, die Zusteigemöglichkeiten. Also man braucht ja immer so Spann, ich sage jetzt mal Spannankerpfeiler, wo die Schnüre oder die Seile gespannt werden und dazwischen eben die leichten Strecken. Und so, wenn ich jetzt natürlich hier größere Distanzen erreichen kann, dann kann ich ja zum Beispiel über 2 Berge gehen und brauche jetzt nicht diese Zwischenstützen. Oder ich kann zwischen 2 Bergen natürlich noch hervorragend diese Möglichkeit hier nutzen mit der flexiblen Schiene. Moment, hier haben wir sie. Diese flexible Schiene. Lieber Robert, bitte aussteigen, neu einsteigen. Und nicht mit WLAN. So, bei dieser flexiblen Schiene hier kann ich zum Beispiel zwischen 2 Bergen oder zwischen 2 Hochhäusern oder hier 2 schwimmenden Inseln die Gravitation, das heißt die Erdanziehung ausnutzen. Nach unten geht es ja automatisch, das wissen wir. Runterrollen wir von alleine. Mit dem Rauf wird es ein bisschen schwieriger, da müssen wir gehen. Ja, und natürlich, wenn wir raufrollen mit dem Fahrrad, nehmen wir das Beispiel, ja, runter geht es von alleine. Stück geht's rauf den Berg, aber es bremst auch automatisch, ja. Und genau das können wir hier auch nutzen mit den Fahrzeugen. Und dann kann man das so berechnen von der Distanz her und vom Durchhang her, dass man mit fast keinem Strom von A nach B kommt. Und somit hat man natürlich auch entsprechend weniger Fahrkosten.
Und das ist natürlich ideal für die Menschen, die geringere Kosten für die Fahrscheine haben, aber natürlich auch die Rentabilität wird dadurch wesentlich schneller. Okay, gut. Und dann haben wir hier die halbstarre Konstruktion, die haben wir hier auf der Strecke. Das sind immer Bilder aus dem Ökopark, ja. Genauso sieht es aus im Ökopark. Das hier ist diese Strecke auch, die ihr da oben seht. Und da haben wir eben diese halbstarre Konstellation. So, auf dieser halbstarren Konstellation sehen wir hier schon etwas ganz Interessantes, ja. Wir haben hier oben diese Strings, dann hier ist ein Querschnitt von der Seite, haben wir diesen String auch manchmal unten. Ja, das heißt, einmal da oben, so wie hier, nämlich genau da, wo es aufliegt. Und in der Mitte, je weiter dass es nach unten geht, desto mehr gibt man diesen String nach unten. Warum? Durch die Spannung will der String natürlich sich begradigen nach oben, weil etwas, was man spannt, will sich ja immer begradigen. Und so entsteht dann wie so ein kleiner Buckel. Kann man jetzt hier schlecht erkennen. Der Pfeil lässt mich jetzt im Stich. Nochmal, hoffe ich, dass er jetzt wieder kommt und geht. So, der will natürlich, dieser String will sich natürlich begradigen, schiebt automatisch dann hier die Schiene nach oben und wenn dann das Fahrzeug drauf fährt, durch das Gewicht drückt es wieder nach unten. Das kann man genau berechnen, sodass die Schiene einfach immer eben ist. Das soll dieses Bild einfach aussagen. Das ist dann die halbstarre Konstellation. Auf diesen beiden Schienensystemen kann man nur bis zu 150 Stundenkilometer fahren. Nur ist gut, ja. Und dann gibt es natürlich noch die starre Konstellation, die ist speziell gedacht eben für Highspeed-Fahrzeuge und natürlich für schwere Fracht. Und das schauen wir uns dann später nochmal bei den Fahrmöglichkeiten an. So, und dann, jetzt haben wir schon gesehen, die Schiene ist eine ganz besondere Schiene. Wir haben gesehen, die Schiene selber, sehen wir jetzt gleich auch nochmal, ist sehr, sehr breit aufliegend und sehr flach. Und es wird mit Lasergeräten wird es ganz eben abgeschliffen. So, hier sehen wir es auch nochmal, die Schiene. Und hier liegt auf der Schiene das spezielle Unitsky Motorrad auf. Dieses spezielle Motorrad, kann ich sagen, wird von der Pike auf, von jedem kleinsten Detail, nur von Unitsky hergestellt und das auch in Zukunft. Natürlich patentiert, ganz klar, aber es wird nie aus der Hand gegeben. So, und die Entgleisung wird abgesichert durch das Anti-Entgleissystem an der Seite. Das heißt, es läuft hier nochmal ein Rad auf jeder Seite mit, sodass einfach hier das Ganze nicht entgleisen kann. Und so hat man hier eine Verzehnfachung der Sicherheit, dass es nicht entgleisen kann. Ist ja wichtig, wenn es oben ist, ja. Bei der Eisenbahn hier sorgt für das Entgleisen dieser Schnabel, den wir hier kennen, ja. Sieht so aus. Und wenn es rollt, dann rollt es so kegelartig. Der Nachteil hier bei der Eisenbahn ist, es liegt hier nur punktuell auf, nur auf der kleinen Fläche und hat somit auf dieser kleinen Fläche einen enormen Druck, eine enorme Belastung vom Gewicht her. Mal abgesehen davon, dass die Fahrzeuge auch schwerer sind, ja. Aber sie sind hier nur punktuell belastet und haben somit eine Belastung von 1000 Megapascal auf der Schiene. Und man weiß, bei einem guten Stahl beginnt der Verschleiß ab 500 Megapascal. Wir sind also hier weit drüber. Das führt dazu, dass auf vielbefahrenen Strecken eine Erneuerung oder zumindest ein Abschleifen der Schiene nach einem Jahr bereits schon wieder notwendig ist. Lieber Robert, das hängt sicherlich an deinem System, wenn du über WLAN drinnen bist im Webinar. So, dann schauen wir im Vergleich dazu an das Skyway-Rad. Das Skyway-Rad liegt schon mal viel breitflächiger auf der Schiene auf. So haben wir nur eine Belastung im Vergleich zu 1000 Megapascal von 200 Megapascal. Das heißt also 300 Megapascal unter der Verschleißgrenze. Ja? Also hier sieht man schon mal den gewaltigen Unterschied. Das gleiche gilt natürlich an die Leichtlaufräder, für die Leichtlaufräder, die an der Seite mitlaufen, weil die laufen ja auch, wie wir hier sehen, auch sehr breitflächig mit. So, somit haben wir hier keinen Verschleiß. Und was noch dazu kommt, es läuft sehr ruhig, sehr leise. Ja, viele sagen immer, wenn es oben über meinen Kopf fährt, ist es nicht laut. Nein, es ist extrem leise. Denkt mal an den Unfall im Dezember. Die haben nicht mal gehört, dass das Fahrzeug herkam. So leise ist es. Ja, und das ist schon mal gewaltig, weil daran sieht man, wenn nicht mal der Ladefahrer das Fahrzeug hört,
dass es hier zu diesem Crash kam, das ist schon bemerkenswert. Ja, und wir haben es ja auch gehört, es ist sehr leise. Es fuhr ja zu der Zeit, als wir jetzt am vergangenen Wochenende wieder dort waren. So, und wie gesagt, Verschleiß ist schon mal weg, deshalb spricht man von einer Langlebigkeit von 50 bis 100 Jahren. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, das muss man erst beweisen, aber das sind halt auch Erfahrungswerte, die einfach die Techniker im Laufe der Jahrzehnte eben haben. So, dann haben wir hier dieses spezielle Motorrad nochmal. Jedes einzelne Rad ist einzeln motorisiert. So, dass wir hier nicht wie bei einer Eisenbahn ein Getriebe brauchen oder irgendwas, sondern jedes einzelne Fahrzeug, das von Skyway fährt, hat einen Allradantrieb, so nennen wir es mal so, ja? Und Allradantrieb bedeutet, dass einfach, wenn ein Rad jetzt wirklich ausfällt, dann fahren die anderen drei weiter. So, sollte der seltene Fall mal eintreffen, dass alle ausfallen, dann ist es auch kein Problem. Weil auch hier dran hat man gedacht. Nämlich gibt es dann hier eine sogenannte Notkupplung an beiden Seiten und ein anderes Fahrzeug kann kommen und kann das Fahrzeug anhängen und kann es von der Schiene ziehen. Hier sehen wir schon den gewaltigen Unterschied zu einer Seilbahn. Da ist das nicht so leicht möglich, ja? Also das schon mal nebenbei. So, und dann kommt noch dazu, dass es hier sogenannte Abstandsmessungen gibt, wenn jetzt wirklich ein Schaden ist bei einem Fahrzeug, dann dann merkt das das hintere Fahrzeug, aha, da passt das Fahrzeug vor mir wird langsamer und automatisiert bremst es aus. Das ist einfach so durch diese Laserstreckenmessgeräte, Nocturnkamera, was auch immer es noch so gibt, ist das diese Abstandsmessung gewährleistet und somit ist es auch so, dass wir nicht eine spezielle Absicherung für die Fahrzeuge brauchen, dass man sagt, okay, so wie beim Auto, ich brauche eine Knautschzone, ich brauche eine spezielle Stabilität. Nein, brauche ich nicht, weil das ja alles ausgeschlossen ist. Und somit kann ich bei den Fahrzeugen eine Leichtbauweise bauen im Verhältnis zu sonst, was wir haben. Weniger Gewicht, weniger Energie. Leichter Lauf, breite Auflagefläche, weniger Energie. Kein Getriebe, kein Verlust durch Getriebe und was auch sonst noch alles ist, weniger Energie. Also es sind schon mal viele Faktoren, die zusammenkommen und ein weiterer Faktor zu weniger Energie ist natürlich der Windwiderstand. Ja? Und durch diese Tunneltests hat man herausgefunden, dass diese Form, ja, diese effizienteste ist im Energieverbrauch. So, jetzt weiß man aber, dass man, wenn man das Ganze am Boden hält, wie beispielsweise beim Intercity, der ja auch natürlich dieses Wissen nutzt, und dann hat man hier diesen sogenannten Bodeneffekt, diese turbulenten Strömungen, so nennt man das. Und durch diesen Bodeneffekt oder diese turbulenten Strömungen vervierfacht sich der Windwiderstand. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug oben fahren lasse, wie bei Skyway, habe ich diesen Bodeneffekt nicht und ich brauche nur ein Viertel an Energie, um den Windwiderstand eben zu bewältigen. Also man sieht hier alles, was man so weiß, aus schon längeren Jahren, aus verschiedenen Erfahrungen, hat Junitzki hier miteinander verknüpft und hier einfach das Optimum draus geschaffen. So, wo wird oder kann Skyway eingesetzt werden? Natürlich ganz schwerpunktmäßig im Frachttransport. Das ist großes Thema in Australien, ist großes Thema natürlich bei größeren Strecken ist großes Thema. In den Gebirgen muss man wissen, weil Skyway kann ja Höhenunterschied bewältigen. Anfangszeit 30%, langfristig haben sie sogar geplant bis zu 60%, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Im Moment ist das für viele Länder ein unglaublicher Vorteil, weil sie jetzt plötzlich in Regionen Ware abtransportieren können, zum Beispiel Erze, Baumstämme und so weiter. Deswegen hat man auch diese Lithium, diese Flüssigkeitsbehälter und diese Baumstammbehälter als erstes eben gebaut im Frachtbereich, was sonst kein anderes Transportsystem lösen kann. Ja? Und da gibt es natürlich die Hochtransportsysteme, die einfach auf größere Distanzen ausgerichtet sind mit Geschwindigkeit von 120, ich habe gesehen, letztendlich ist sogar jetzt schon 150 Stundenkilometer möglich. Tragfähigkeit liegt bei den oberen, also bei diesem Hochtransport wie hier, wenn man mehrere Fahrzeuge aneinander hängt, bei bis
100.000 Tonnen. Also das ist schon richtig Gewicht, ja. Bei den Hängetransporten ist es ein bisschen weniger. Hier spricht man natürlich nur von 5 Tonnen, ist ja auch nicht gerade wenig. Und auch die Geschwindigkeit ist natürlich nur auf 40 Stundenkilometer ausgelegt, weil man hier, und hier geht man natürlich auch nur auf geringere Kilometer ein, also bei bis zu 200 Stundenkilometer, 200 Kilometer, das ist einfach Nahverkehr, ja. Das Interessante beim Frachtsystem ist, das haben wir uns jetzt auch ansehen dürfen im Ökopark, da steht ja schon die Frachtpresse. Es gibt ein spezielles Be- und Entladungssystem. Und so wie ich gehört habe, soll das dann auch in Aktion zu sehen sein. Oder ich weiß es noch nicht genau, ob sie es einschalten. Es kommt vielleicht auf die Sicherheit drauf an. Auf alle Fälle steht es schon komplett. Also die spezielle Be- und Entladesituation für die Skyway-Frachttransporte. Und das ist ja auch zum Beispiel, ich kann in der Fabrik beladen, kann aufs Schiff zum Beispiel entladen, entweder durch Schüttgut oder hier durch solche Container, die ich dann ja komplett aufs Schiff zum Beispiel transportieren könnte. Also es gibt hier wirklich sehr viele Möglichkeiten oder auch hier diese Kapseln zum Transport von Flüssigkeiten, Öl, Gas oder irgendeinen anderen Flüssigkeiten, könnte auch eine Pipeline ersetzen. Also man sieht hier schon, an alles ist gedacht und alles natürlich gesteuert durch Internet. So, dann gibt es natürlich auch die klassische Personenbeförderung. Hier wird vorrangig natürlich jetzt losgehen im Smart Cities Bereich. Das heißt Lückenbildung. Die gehen jetzt ganz stark rein eben in diese Lückenbildung, was andere Transportwege jetzt nicht bewerkstelligen können, kann Skyway, ja, verknüpfen von U-Bahn-Stationen zum Beispiel, verknüpfen von Großstädten mit außenliegenden Städten zum Beispiel, ein großes Thema, oder oben drüber Bahnen, wo man unterirdisch nicht bauen kann oder wo es viel zu kostenspielig ist oder wo einfach der Straßenverkehr zusammenbricht, kann man oben drüber, ist sehr kostengünstig im Verhältnis und bringt einfach Lösungen, wo andere Transportsysteme komplett versagen. Das Gleiche gilt natürlich auch, es gibt Skyway auch im Regionalverkehr, hier bis zu 300 Stundenkilometer, hier unten übrigens von 150 bis 200 und dann natürlich im Hochgeschwindigkeits Skyway-Verkehr außerorts, also den interregionalen Skyway-Verkehr. Und hier ist man bei 500 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, wobei ich euch sagen kann, Unity arbeitet schon an Halbvakuum, für was auch immer er das braucht. Und da geht es dann um 1200 Stundenkilometer. Also auch das wird bei Skyway möglich sein. Dann gibt es natürlich den Tourismus- und Freizeitverkehr. Das ist zum Beispiel in Städten, um die vielleicht diese Tourismusbusse hier ersetzen, die jetzt überall fahren. Oder in Freizeitparks zum Beispiel. Oder in Skigebieten, wir haben es ja jetzt in San Bernardino, wo diese Unibike-Strecken gebaut werden soll. Da ist ja das Interessante auch, dass Unitski ja jetzt sagt, okay, man kann jetzt eine Leichtlaufstrecke planen und diese Leichtlaufstrecke kann ich sehr kostengünstig erstellen, der Kilometer ungefähr bei einer halben Million. Und wenn der Bedarf kommt, dass man doch irgendwann mal Unibus braucht, dann kann man diese Strecken verstärken. Ja, dann kann man diese Pfeiler verstärken, man kann diese Strecken verstärken und das kann ich euch sagen, habe ich live gesehen. Das haben sie tatsächlich seit letztem Jahr gemacht. Die haben eine Strecke so verstärkt. Also ich habe mir das angesehen, sofort gesehen, aha, hier ist was passiert. Und dann kann man das Ganze verstärken, um damit die zehnfache Belastung zu erreichen. Was hat das für Vorteile? Ich kann am Anfang kostengünstig bauen. Und wenn der Bedarf tatsächlich größer ist, kann ich das Ganze aufrüsten, muss ich halt wieder Geld in die Hand nehmen, aber ich kann dann erstmal effizient bauen, kann schon wieder Geld haben und dann rüste ich wieder auf von dem Geld, das ich einfach schon wieder erwirtschaftet habe. Also man sieht hier wirklich, alles ist möglich und wenn ihr die Interviews angesehen habt, auch zum Thema Highspeed, da ist ja auch einiges passiert. Die sagen, das effizienteste Highspeed-Fahrzeug ist im Moment auf 6 Personen
und lieber die Fahrzeuge häufiger fahren. Das ist wesentlich kostengünstiger, wie eben solche Großbahnen, die dann womöglich nicht ausgelastet sind oder einfach wesentlich mehr an Kosten verursachen würden. Also hier sieht man schon, man denkt hier wirklich ganz anders. So, hier nochmal die Vision, die lineare Stadt, wie es aussehen könnte. Hier oben meine Wohnung, dass ich nicht weit habe, um mich hier oben zu sonnen, das ist ganz klar. Und ich sage immer, der Timo mit seiner Gastronomie, der kann dann da unten reingehen, er wird es dann zwar nicht mehr selbst betreiben, aber damit ich einfach nicht verhungere. So, ihr dürft mich dann auch gerne da besuchen. So, dann kommen wir zum ersten Testgelände für diese Technologie. Wir haben ja gehört, seit 41 Jahren arbeitet Junitzki bereits an der Technologie. Ja, dann muss er natürlich schon auch mal irgendwelche Tests gemacht haben. Und die ersten Tests, unterstützt von zwei Russen und natürlich von anderen Dingen, aber hier die zwei Großinvestoren, das waren der Terehin, ja, die Sigrid zieht in die Nachbarwohnung, finde ich toll, Sigrid. So, wir haben hier die erste Teststrecke. Man hat hier mit LKWs getestet. Das war in Ossory, in der Region Moskau, und zwar von 2001 bis 2009. Und die Großinvestoren waren eben Töring, der heute wieder dabei ist, und damals der General von der Region Krasnojarsk, nämlich der Gouverneur Alexander Lebed. Ja, da wird ja immer wieder in den Foren gesagt, ja, der erzählt hier, dass der hier Investor war und der lebt ja schon lange nicht mehr, der ist ja 2002 gestorben, richtig? Der ist 2002 mit einem Hubschrauber abgestürzt. Aber seine Statue ist auch im jetzigen Ökopark, den wir jetzt dann sehen, aber aus dieser Zeit eben ist eben Leben und Terehin, der jetzt ja wieder beim Projekt ist. So, dann haben wir hier den jetzigen Plan für den jetzigen Ökopark, der in Minsk ist. Ursprünglich hätte ja in Litauen gebaut werden sollen. Dann hat man in Litauen ja diese Geschichte gemacht, dass man sagt, okay, Junitzki war ein Spion. Das Ganze wurde ja letztes Jahr niedergeschmettert, das Verfahren, und es läuft jetzt das Gegenverfahren. So viel kann ich euch schon mal sagen. Aber aufgrund dessen, dort hatte man das Grundstück, musste Junitzki ausweichen, hat dann eine Zeit lang natürlich ein Problem gehabt und hat dann den Weg des Crowdfinancings gewählt. Und das ist der Grund, warum wir heute als Investoren dabei sein dürfen und von diesem Projekt partizipieren dürfen, wenn wir das möchten. Ja? Für die ersten 2014 war das natürlich schon ein enormes Risiko. Die haben damals wirklich gedacht, sie sind Spender für seine Vision. Heute sind sie natürlich die Personen oder bald die sich darüber am besten freuen, weil sie natürlich das meiste bekommen haben dafür. So, aber ist egal, hier haben wir den Plan. Hier haben wir diese Leichtlaufstrecke, die ihr gesehen habt, hier mit diesem Durchhängemodul. Man muss es ja alles beweisen. Hier hinten die Frachttrasse und hier ein Stück Highspeed oder regional, muss man sagen. Jetzt muss man das Ganze begrenzen. Hier werden nur die Tests gemacht für die Regionalfahrzeuge. Die Highspeed-Strecke kommt woanders hin. Wo genau werden Sie jetzt in der nächsten Zeit bekannt geben, hat man uns gesagt. Also allerspätestens beim Ökofest. Ja, aber es ist möglich, dass wir das sogar noch vorher erfahren, aber allerspätestens an Weihnachten, nämlich am 4. August. Weihnachten ist ja dieses Jahr vorverlegt für die Investoren. Das wissen wir ja alle. So, hier die Bilder aus dem Ökofest vom 5.5. Ich kann euch noch keine liefern. Wir durften keine eigenen Bilder machen, aber der Paparazzi hat uns eifrig fotografiert, und wer auf die RSW-Seite schaut, in die Gruppen ist es ja auch gegeben worden, da haben wir zumindest ein Foto beim Unibike schon verewigt. Aber wir haben die Bilder natürlich bekommen alle. Und wer in der Skyway New Millionaires Gruppe ist, der wird demnächst noch etwas mehr sehen. So, dann haben wir hier die Entwicklungsetappen. Man begann natürlich am Anfang mit der Entwicklung der Technologie von 1977, dann mit den ersten Tests, haben wir ja gehört, 2001 bis 2009. 2014 hat Junitzki dann den Weg gewählt des Crowdfinancings. Das heißt einfach, es gibt einen Etappenplan über 15 Etappen. In jeder Etappe werden bestimmte Gelder gesammelt und bestimmte Arbeiten verrichtet. Ja? Und wenn die 15 Etappen beendet werden, dann geht es
Richtung Börsengang. Allerdings, wann genau, wie das genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Fakt ist, es müssen erstmal die 15 Etappen beendet werden. In der aktuellen sind wir in der Etappe 12. So, Anfang wurde Design entwickelt, dann startete 2015 im Juli das Bauvorhaben mit den Ausschiebearbeiten. Hier, da haben wir die Bilder. Dann 2016 kam dann mit der InnoTrans die Demonstrationsphase und im Dezember mit der St. Petersburg-Gruppe der Start der Zertifizierung. Die wurde dann 2017, Ende 2017, zumindest für Ökopark abgeschlossen. Und 2017 war auch das Jahr der Markteinführung, wo die ersten Verträge kamen, von denen wir ja schon gehört haben. So, die Vermarktung begann, wie gesagt, mit der InnoTrans, die ja jetzt in 2018 wiederkommt, diesmal mit Unilat. Hier ein wichtiger Finanzexperte, der damals schon sagte, man kann es nach das Interview anhören in YouTube immer noch, er sagte damals schon, Chris Principe, Sky is the next Internet. Ja? Aber es gibt noch einen Finanzexperten, der kommt heute dran, der sagt euch auch was Interessantes. So, hier Rotuk, die Person, die damals dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, jawohl, ich werde mich hier einsetzen, ich werde das Projekt unterstützen, weil seine Begeisterung hat mich einfach angesteckt. Dann folgten etliche Messen 2016, dann folgten Messen 2017, unter anderem die in Indien und in Indonesien, die ja auch zu Verträgen führten. Dann folgten jetzt 2018 noch eine Konferenz in Thailand, in Indonesien und natürlich die ganz große Dubai-Messe. So, und aktuell die Singapore International Transport and Exhibition, die läuft aktuell. Da hören wir dann auch eine Kleinigkeit. Und im September natürlich die InnoTrans, komme ich dann zum Schluss auch nochmal drauf. Wichtig. So, dann ist natürlich einiges in den Medien. Das habe ich begonnen oder aufgegeben zu aktualisieren, weil es einfach zu viel wird. Es sind die ersten Unterstützer gekommen über die Indien-Indonesien-Messe und dann auch aus Arabien. Dann die Moskauer Hochschule, die am Anfang behauptet hat, Skype wäre nicht möglich 2006, hat sich 2017 zu Skype bekannt. Der Fritkin hat sich in den Ökotechnopark begeben, hat alles angesehen. Es liegt mittlerweile eine Begutachtung vor und eine Zusammenarbeitsvereinbarung wurde unterschrieben auf der Moskauer Messe im Fahrzeug von Skype. Und jetzt dürfen in Moskau die Studenten Skyway studieren, dürfen im Ökopark oder bei Judizki das Ganze erlernen. Und zum Thema Universität und Erlernen habe ich heute in den News auch noch was Neues für euch. So, dann gibt es natürlich Verträge in Australien, Smart City Flinders. Hier ist einiges an Ausarbeitung, was wir gar nicht wissen, worüber ich gar nicht eingehe. Dann in Indien der erste große Vertrag. Das ist aber im Moment alles zurückgestellt, die ganzen Arbeiten. Man konzentriert sich auch nicht Indonesien, man konzentriert sich im Moment nur auf eines. Denn das muss man verstehen. Ja, und ich verstehe die Sache vollkommen. Ich kann nicht an allen Ecken anfangen. Ich muss ein Projekt starten und durchziehen. Und das ist im Moment definitiv die Emirate. Was jetzt noch genau im Hintergrund läuft, keine Ahnung. Ja, das werden wir alle am 4. August erfahren. Aber die Emirate ist mit Sicherheit das größte, langfristigste und ich vermute mal schnellste Projekt überhaupt. Warum? Es stimmen die Finanzen, es stimmen die Rechte. Ja, man muss ja auch Politikum, hat man zum Beispiel in Indien im Moment das Problem, wo das Politikum nicht so ideal ist. In den Emiraten haben einfach das Königshaus, die haben das Sagen. Ja, und dann kann man einfach sagen, okay, die haben das Geld, die haben das Sagen, dann konzentriere ich mich darauf. Und wenn es losgeht, ja, wenn die ersten Strecken stehen, dann wird es überall explodieren. Aber ich kann nicht ein Konstruktionsbüro aufstocken und überall starten. Das geht nicht. Das kostet zu viel Geld. Ich muss erst beweisen, aha, es funktioniert. Dann müssen die Verträge nach und nach abgearbeitet werden. Dann müssen das Konstruktionsbüro aufgestockt werden entsprechend. Aktuell hat man ungefähr 700 Beschäftigte bei Skyway. Ja, das sind die aktuellen Zahlen dazu. Und das ist das Projekt. Und alles, was in den, ich sage jetzt mal, arabischen Ländern passiert, wird einzig und allein Junitski uns erzählen. Und da wird einiges, denke ich, kommen am 4. August. Also, seid
gespannt. 4. August wird übertragen in 7 Sprachen, wer nicht dabei sein kann. Natürlich ist das Dabeisein immer ganz was anderes. So, dann natürlich auch in Russland. Hier ist einiges zugange. Ja? Hier Baikalsee, das ist Tourismus- und Hafenprojekt. Tscheljabinsk, neue Gebiete können erschlossen werden. Kasachstan kommt da noch in den News. Uljanowsk habe ich heute mitbekommen. Total alles verdreckt durch Kohle und so weiter. Moldawien, Chisinau, Odessa muss wunderschöner Tourismusort sein, habe ich jetzt gelernt. Buryatien auch haben extrem mit Emissionen und mit Kohle und mit Dreck zu kämpfen. Südossetien, Novosibirsk, Georgien, ein total schönes Urlaubsgebiet. Dort soll ein Hafen in Anakia entstehen, aber man möchte den Tourismus entlasten, weil das ja alles sehr bergig ist und will mit der Fracht über den Berg rüber zur Hauptstadt Tiflis. Schabarovsk, Wolga-Gebiet, hier geht es in vielen Bereichen immer um Fracht über den Berg und so weiter. Kirgisistan, hier ist auch wieder Tourismus, Arktis und Antarktis gibt schon Pläne. Kann nur Skyway lösen, Jekaterinburg, keine Ahnung, was hier ist. Und Astana ist ja aktuell wieder in den News, komme ich heute eh drauf. So, dann in Mogiljew, das übrigens habe ich jetzt lernen dürfen, es gibt 7 Bundesländer in Belarus, eines davon ist Minsk und eines ist Mogiljew, also das habe ich mir schon mal gemerkt. Und hier soll über den Fluss Dnepr ein Projekt sein, da sind schon Gelder geflossen, das ist schon in der Ausarbeitung und so weiter. Hier haben wir zum Beispiel eben das mit den 10 und den 50 Jahren. Und hier soll auch schon weitere Gespräche laufen mit dem Fluss, einer Strecke rund um Minsk und einer Hochgeschwindigkeitstrasse von Brest über Minsk nach Moskau. Nur, wie gesagt, die können nicht überall arbeiten. Es wird nach und nach einiges passieren. So, dann gehen wir zu einem der spannendsten Bereiche im Moment. Wir wissen ja, Schweiz soll der Startschuss sein in Europa. Strategisch sehr, sehr wichtig für Skyway, weil es eben Europa ist. Hier soll das erste Projekt beginnen in San Bernardino, sollen insgesamt 4 bis 5 Tourismusbereiche sein. Muss ich kurz spicken, weil da ist in unserem News auch was drinnen. Genau, strategisch sehr wichtig. Und es soll auch von hier aus weitergehen nach Milan, also der weitere Ausbau. Und hier wird einiges passieren, auch vielleicht nach Italien weiter oder in andere Länder. Also ein strategisch ganz wichtiger Ausgangspunkt für Skyway ist die Schweiz. Und es soll auch hier in das erste tokenfinanzierte Projekt kommen. San Bernardino. Dann haben wir hier noch etwas, das ganz wichtig ist. Diese Consulting-Firma hat zudem ein Projekt in Argentinien, da geht es um Lithium in den Bergen, das abgebaut werden soll. Und da, Moment, muss ich gucken. Genau, und in Argentinien ist noch, habe ich euch versprochen, gibt es noch was Neues dazu. Und zwar in Argentinien gibt es eine Vereinbarung mit einem Professor und Vertreter. Und zwar geht es hier um die Einrichtung eines speziellen Lehrprogramms und die Einführung der Studenten in die Grundzüge der Technologie. Also nichts anderes auf Deutsch. Auch in Argentinien arbeitet die Universität zusammen über diesen Professor. Es werden dort Studenten ausgebildet. Also wir sehen hier, wie ernst diese Sache hier in Argentinien schon ist. Wird eines der ersten in Südamerika sein und hier werden auch schon Studenten ausgebildet werden demnächst. Also ihr seht hier, überall geht es voran und auch das soll tokenbasiert finanziert werden in Argentinien. Was bedeutet die Möglichkeit basierende Finanzierung? Das bedeutet, dass viele Projekte, die jetzt bei Skyway entstehen, viele regionale Bauprojekte, könnten die Länder selber nicht finanzieren. Aber über die Möglichkeit, entweder über Token, vielleicht auch mal über Shares, ja, über Crowdfinancing finanziert, weiß man ja nicht. Es soll ja mehrere Möglichkeiten geben. All diese Projekte, die normalerweise die Länder nicht finanzieren könnten, können jetzt plötzlich finanziert werden und somit kann Skyway ganz, ganz schnell wachsen, weil man diese neue Kryptoschiene, diese Blockchain-Möglichkeit mit integriert und somit einfach ganz, ganz neue Wege eingeht und das Ganze viel schneller eben
finanziell fruchtbar machen kann. Also das muss man einfach auch verstehen. Es geht nicht nur, wie es finanziert wird, sondern es öffnet ganz, ganz neue Möglichkeiten und Türen für Länder. Wenn man jetzt anschaut, Südamerika, die haben teilweise Schienen liegen, können nicht bauen, weil ihnen die Gelder fehlen von herkömmlichen Systemen. Skyway kann das Ganze über Token finanzieren und somit neue Wege gehen. Ja? Die Investoren können davon profitieren und Skyway kann bauen und die Länder profitieren natürlich auch, weil sie plötzlich Wege haben, Möglichkeiten, Transportwege, die ihnen bisher verwehrt waren. Sie aber diese Sachen dringend bräuchten. So, und dann haben wir Länder in Gesprächen, natürlich in der Türkei, keine Ahnung, was da im Moment aktuell im Hintergrund läuft. Man verhält sich ja sehr bedeckt, aber da ging es auch um eine Universität, um eine Hotelgeschichte. Was weiß ich noch? Gerade habe ich ja was gelesen von 10, wer weiß, was tatsächlich in der Türkei los ist. Dann wissen wir haben es ja aktuell in den News wieder, Kalabrien, das große Thema. Da gehe ich dann noch mal genauer drauf ein. Dann Milano, wissen wir auch in Italien, und San Bernardino kurz vor dem Ende. Da kommen jetzt schon die Projektierungsleute nach San Bernardino. Das ist schon sehr weit fortgeschritten. Dann haben wir hier Südwales, die wollen Schweiz, kennen wir eh. Lettland, da fliegen wir ja, da waren wir ja, das ist Riga, da glaube ich, ging es um, da geht es so um eine Trasse, die jetzt aktuell wieder in der Ausarbeitung ist, hat Maslow erst erwähnt. Dass in Lettland parallel zu, was war es, André, muss ich direkt mal spicken, es gibt hier momentan so viel, genau, in Lettland, das ist Riga, da soll, hat er mal erwähnt, nach Finnland rübergehen, sogar unter Wasser, mal schauen, ob das sich um dieses Projekt hier handelt. Dann zeitgleich, erwähne ich jetzt auch gleich, läuft ein aktuelles Projekt, das in der Vorbereitung ist, auch in Tallinn, in Estonia, Estland, wo wir jetzt nächste Woche dann zur Schulung wieder hinfliegen. Also auch da wird passiert einiges im Moment. Ich baue das jetzt einfach gleich bei den Folien hier mit ein, dass ein Zusammenhang da ist. Wir wissen ja, es ist schon sehr viel gelaufen in den ganzen südamerikanischen Bereichen. Brasilien haben wir ja schon zu Genüge gehört, Uruguay, Paraguay, da geht es überall um Erze, um Baumabbau, die können ihr Bruttosozialprodukt verzehnfachen mit Skyway und andere Möglichkeiten haben sie nicht. So, dann kommen wir zu den aktuellen News und hier sind wir schon bei Astana. Denn Astana war eine große Konferenz, ein Forum. Astana ist ja schon mehrfach erwähnt worden, das ist die Hauptstadt von Kasachstan. Ich habe schon wieder was gelernt in Geografie. Und da geht es eben um die Seidenstraße, die ja von China nach Europa rüber soll. Und wir wissen ja, Seidenstraße hat ja in Junitzki sogar ein Projekt über 22 Milliarden mit einem Wärmekraftwerk, mit zwei Häfen und mit einer Highspeed-Strecke und einem Smart City-System. Also hier alles schon ausgearbeitet. Die haben das sicher hier mit vorgebracht. Und bei diesem Forum sind also einige, also 20 Veranstaltungen unterschiedlicher Richtung. Und es gab eben unter anderem auch Roundtable-Gespräch aller Bürgermeister über der Länder mit, bezüglich der Seidenstraße. Und hier muss man einfach wissen, dass die Highspeed wirklich nur machbar ist mit Skyway. Und hier Junitzki hat ja hier, ist glaube ich hier sogar geboren und hat ja sehr stark einfach seine Finger mit drinnen und man könnte eben hier durch diese Smart-Technologien und so weiter, man könnte hier einiges verbessern. Also ich denke, hier wird sich einiges tun, auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, weil wir müssen das Ganze ein bisschen langfristiger sehen. So, dann gab es hier ein interessantes Video über die Luftverschmutzung auf der Insel Krim. Wir haben es ja im Vorfeld schon gesehen. Diese Experte hier, Krim war ja schon mal Thema und dann hat Junitzki ihnen etwas vorgeschlagen. Dann waren sie ja wieder klüger und haben gesagt, nee, und haben da ganz teure Strecken gebaut. Jetzt ist es wieder Thema. Warum? Weil die Insel Krim erstickt im Smog und je mehr Straßenverkehr dort ist, desto schlechter ist die Luft dort. Es geht, hier haben wir es wieder, ganz typische Buryatien. Die am meisten belastete, mit Luftverschmutzung belastete
Gegend, dann Schabarovsk, da haben wir alles ja, bei Junitzki drin. Irkutsk haben wir bei Junitzki drin. Krasnodar haben wir drin. Kursk kenne ich jetzt nicht. Und natürlich die Insel Krim, die Urlaubsinsel schlechtweg. Er hat es ja gesagt, Junitzki liebt die Insel und sie haben deshalb große Chancen, dass er schnell hier sich drauf konzentriert. So, dann ist auch Vietnam ein ganz großes Thema, ein großes Forum im Augenblick in Vietnam, Vertreter des Investmentfonds von SkyBay. Und da sind, glaube ich, das sind diesmal von der Invest Group, haben dort eine große Konferenz über Verkehrssysteme und das muss ziemlich eingeschlagen haben. Dort ist auch der Hu Jintao, also der Präsident von dort vor Ort gewesen und man spricht hier halt auch über Projekte in Vietnam. Vietnam hat eine sehr große Notwendigkeit, da war auch Brandycheck schon mal vor Ort, was er dort allerdings gemacht hat, weiß ich nicht. Also wir sehen in allen Ländern ist SkyWay vertreten. So, und dann sind wir wieder bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben es ja gehört, eine wichtige Delegation war jetzt mehrtägig im Ökotechnopark aus den Arabischen Emiraten, wo ja Junitzki jetzt seit einem halben Jahr schon dauerhaft schon, kann man fast sagen, ist und alle anderen vernachlässigt. Mein Gott, er kann nicht alles auf einmal machen. Und sie haben sich jetzt nochmal überzeugt, nochmal alles miteinander koordiniert. In diesem Zusammenhang, und das glaube ich, haben viele, die es vielleicht gelesen haben, gar nicht so richtig realisiert, möchte ich noch eines erwähnen. Es hat in diesem Zusammenhang eine wichtige wirtschaftliche Prüfung gegeben, ein sogenanntes Audit, und zwar mit der KPMG International. Das ist ein, wie soll ich sagen, die gehört zu den Big Four. Neben die Leute Ernst Young und PricewaterhouseCoopers, das kennt vielleicht jeder, Pricewaterhouse ist ja auch so eine Finanzgesellschaft, die eben nur für die größten Firmen eben diese Wirtschaftsprüfungen durchführt. Und wenn die etwas durchführen, dann hat das Hand und Fuß. Und wenn die es absegnen, was jetzt passiert ist, dann bedeutet das ein Okay und die Großinvestoren sagen, jawohl, das ist für uns interessant. Also dieser Schritt öffnet natürlich SkyWay den Weg zu den Großinvestoren. Ja? Und das ist ganz wichtig für uns alle, wenn es dann am Ende ist, ja, wenn es dann darum geht, nach dem Ökopark, dass die Großinvestoren sagen, jawohl, sie wollen jetzt auch dabei sein, wenn es dann an die Börse geht und so weiter. Und Sachen sind alle extrem wichtig. Seit 2 Jahren arbeiten sie schon an dem IPO, falls es jemanden interessiert. Das sind einfach wichtige Schritte für einen Börsengang und dass du hier auch nicht irgendeinen No-Name hast, sondern dass man hier wirklich die Besten vom Besten hat. Ja, hier haben wir sie nochmal, eben die Leute und so weiter. Das ist wichtig. So. Und dann haben wir ja schon mitbekommen, auch in glaub YouTube am Anfang, ja genau, TV, es ist der dritte International Verkehrskongress und die Ausstellung SITCE am 3. Juli hat gestartet. Und zwar ist es auch eine wichtige Messe, hier geht Menschen im Herzen der digitalen Verkehrsmittel. Einfach Zusammenwirkung von städtischem Planen und modernen Ausbau, einfach um neue Wege in der Verkehrsinfrastruktur zu gehen. Und hier war eben der Jan Heng Lun Alan, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, der Chef der Verwaltung des Straßenverkehrs Singapur vor Ort. Ich habe mir sagen lassen, Singapur muss die sauberste Stadt weltweit sein, muss man also auch mal sich ansehen. Und hier hat eben der Fernsehsender Channel News Asia berichtet. Wir haben ja im Vorfeld das Video gesehen. So, dann komme ich schon zu Italien. Einige haben es mitbekommen. Italien ist ja wieder in aller Munde. Und ich habe heute Nachmittag noch ein langes Gespräch gehabt mit meinem italienischen Partner. Also nicht in meiner Downline, aber wo die mich damals zum Forum eingeladen haben nach Pescara. Den Nino. Und er hat mir ein bisschen was erzählt hierzu.
Also in dieser, es heißt nicht Region Aspromonte, ja, muss ich hier korrigieren, konnte ich aber nicht mehr im Vorfeld, sondern es Aspromonte ist einfach ein Projekt, diese Metro Aspromonte, ja, da gab es einen stillgelegte Schienennetz, eine Zugstrecke, eine Eisenbahnstrecke. Und die ist stillgelegt. Und somit durch diese Stilllegung wurde die Region, der ländliche Bereich natürlich auch lahmgelegt, so kann man es mal sagen. Ja? Und das Ganze läuft ja schon im Hintergrund etwas länger. Und die hatten jetzt eine ganz große Konferenz. Und bei dieser Konferenz ging es darum, dass man anstelle dieser Strecke hier eine Skyway-Strecke bauen sollte, könnte und will. Ja, das ist alles schon von Seiten Italien, schon, kann man sagen, fast in trockenen Tüchern. Aber wir müssen erstmal noch warten, was Junitzki dazu sagt. Aber die Vorarbeiten sind schon gelaufen. Ja, man hat hier schon ausgearbeitet und so weiter. Und in diesem Nationalpark Aspromonte befindet sich in Kalabrien. Und man muss eins wissen, einerseits hat man das Thema Verbindung von Strecken. Also das heißt von Tourismusorten, die miteinander verknüpft werden können und sollen in diesem Bereich. Also das heißt, es gibt verschiedene Tourismusorte und man könnte Skyway damit Skyway diese wieder verknüpfen, was bisher der Fall war. Und zusätzlich ist es eine wertvolle Notwendigkeit für die Agrarwirtschaft. Dort gibt es sehr viele Olivenhaine. Also der sogenannte Agrotourismus oder die Bergamotte. Bergamotte, keine Ahnung, ich habe die seltene Bergamotte, ich bin da jetzt auch nicht so vertraut. Das soll in der Parfümerie verwendet werden und für die Herstellung des weltberühmten Earl Grey-Tees. Ja? Also, und da braucht man eben wieder Transportwege und dieses Problem könnte eben Skyway lösen. Und es geht jetzt darum, dass eine Delegation eben in den Ökopark geschickt wird und dann schauen wir mal, wie Junitzki da die Zeit findet. Aber ich kann mir vorstellen, dass für ihn natürlich interessant ist, da ja San Marino nicht so weit entfernt ist und San Marino ja schon sehr weit fortgeschritten ist, da kommt ja jetzt schon die Delegation von seitens Skyway nach San Marino, um dort vor Ort schon alles weiterzumachen. So, also passt das ja wieder zusammen. Und es soll im weitesten Sinne auch langfristig auch noch um eine Verbindungsstrecke gehen zwischen Kalabrien und Sizilien. Ein Problem, das schon seit Jahrzehnten nicht gelöst werden kann. Aber mit Skyway könnte man eben diese Verbindung herstellen. So, wie ist das Ganze initiiert worden? Das ist eine spannende Geschichte, deshalb möchte ich euch das erzählen. Der dort neu gewählte Bürgermeister De Luca von Messina hat seine ganze Wahlkampagne darauf aufgebaut, dass er Skyway in dieser Region integrieren möchte. Und er ist nur deswegen gewählt worden. Ist das nicht spannend? Also mich hat das total fasziniert. Er wurde natürlich zu dieser Konferenz mit eingeladen. Zusätzlich eingeladen war bei dieser Konferenz auch der Architekt, der in San Marino da eben aktiv ist, die ja zu diesem Büro gehören, die diese Hochhäuser da auch mit diesen Bäumen bauen, dass sie auch so gut zusammenpasst. Also es laufen, wie gesagt, schon lange hier die Vorarbeiten und mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Jetzt muss natürlich Junitzki auch noch Zeit finden, sich darum zu kümmern. Also ihr seht schon, man kann auch einen Wahlkampf gewinnen, wenn man Skyway haben möchte. Also das finde ich persönlich ja sehr, sehr spannend. So, hier nochmal ein paar Bilder von diesem Forum. Hier sehen wir ihn, ich kenne ihn nur von damals von der Manufaktur. Da war er auch mit einer Gruppe von Invest Group Leuten, ich weiß nicht, er soll irgendwie direkt mit Skype verknüpft sein. Er jedenfalls hat das Ganze mit initiiert und mit unterstützt, ist extra von Singapur nach Italien gereist, um der Armand, um einfach bei dieser Messe, bei dieser Konferenz dabei zu sein und hat hier eben das Ganze mit unterstützt. Also seht ihr ganz spannend, es gibt einen riesen Artikel hier darüber, wer es lesen möchte, ist natürlich nicht so einfach mit Google Translator, aber das Wichtigste habe ich euch versucht eben zu sagen.
So sieht es also in Italien aus. In Italien mittlerweile drei Projekte in der Ausarbeitung. Das ist Milano, das ist San Marino und jetzt hier. Und wie gesagt, da geht es ja sogar schon um zwei Projekte. So, und dann komme ich zu einer Sache, die die meisten vielleicht noch nicht gesehen haben, manche vielleicht schon, die immer sehr neugierig auf der Unitsky-Seite sind. Ich will die Sache hier mal ganz klar, ich habe extra hier viel Text, weil es sehr wichtig ist zu verstehen. Und zwar gibt es einen Artikel in der populären Wissenschaftszeitschrift Machines and Mechanism. Und dort geht es einfach um ein Interview mit Sergej Nowikow, dem Mitbegründer der Finanz- und Rechtsgruppe Hermes Holding. Das ist eine Holding, die eben sich nur um Finanzen kümmern. Er ist internationaler Finanzberater und er spricht in diesem Interview über erstens mal, wie die Denkweise der Reichen ist, dass sie einfach ganz anders ticken wie der Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Er spricht darüber, und das hat mich am meisten fasziniert, wie man ein Ponzi-Schema erkennt, weil ja so viele sagen, Skyway ist ein Ponzi, ist ein Hype. Also interessant ist dann, warum er hier seit 2016 Skyway, dieses Unternehmen, in seinem Portfolio hat. Und er nimmt auch kein Blatt vom Mund und sagt, damals war es natürlich ein großes Risiko, weil es war ja noch nicht viel da. Und diejenigen, die seit 2016, so wie ich, dabei sind, die wissen, von was er spricht, ja. Aber er sagte, Skyway Project is one of the key in the portfolio, one of the favorites. Zu Deutsch, Skyway ist ein Schlüssel in seinem Portfolio, ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, ja. Es ist eines unserer Favoriten. Und das ist eine Gesellschaft, die sich nur mit Finanzberatung und Investments befasst, ja, in 20 Städten vertreten ist. Er spricht davon, ja, und er spricht auch davon, dass die alle politischen, technologischen und wirtschaftlichen Risiken bereits beseitigt sind und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann wir Dividenden aus den Aktien dieser Gesellschaft erhalten und ob wir unsere Aktien auf dem Markt verkaufen können, um die ersten marginalen Gewinne zu erzielen. Also er spricht ganz klar davon, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Natürlich, es ist ein Start-up, aber man sieht hier seine Meinung. Und ich kann euch sagen, ich habe schon mehrfach gehört, es ist der Geheimtipp unter den Profis. Und was auch ich noch ganz besonders wichtig finde, nicht das hier, sondern hier diese Aussage, ich denke, dass Skyway innerhalb der nächsten 20 Jahre fast alle bestehenden Transporte ersetzen wird. Wenn das keine Aussage ist, also wohlgemerkt, sie kommt nicht von mir. Und ihr könnt es gerne nachlesen und auf der Junitzki-Seite. Ich habe mir die Mühe gemacht, habe es euch herausgegeben, weil ich diese Sache so ausschlaggebend finde, dass man einfach verstehen muss, was es bedeutet. Und ich denke, wenn er als Finanzexperte das so sieht, werden es auch viele so sehen. Und wir wissen es ja, dass eben die Emirate schon mit 25 Millionen rein sind, mehr wollten. Es sind noch mehr Interessenten in dieser Größenordnung, da so viel verrate ich euch. Aber wer jetzt nicht schnell ist, dann denke ich, fährt der Zug im wahrsten Sinne des Wortes ohne ihn ab. So, dann komme ich noch zum Schluss. Die Einladung für diejenigen, die immer noch nicht wissen, ob es real ist. Ich finde es so witzig. Letztes Wochenende haben wir mit einem jungen Mann in dem Hotel, wo wir das Event dann am 5. August haben, gesprochen. Und dieser junge Mann sagt, dass in Minsk jeder glaubt, Skyway ist ein Fake. Dann haben wir ihm mal gezeigt, unsere eigenen Bilder, wie viel Fake der Minsker Ökopark ist, also 70 Kilometer von Minsk entfernt, und die glauben dort, es ist ein Fake. So, also wer das auch glaubt, den lade ich ein, am 4. August teilzunehmen beim Ökofest. 5.000-6.000 Leute werden dabei sein können, ungefähr 2.000 werden fahren dürfen. Es wird am Vortag, habe ich jetzt eben gelesen, mit unserem Bild wurde das auf der RSW-Seite gepostet, wird verlost, wer eben fahren darf und wer nicht. Und die anderen, die dürfen dann ein anderes Mal fahren. Also wann genau oder wie sie das machen, keine Ahnung. Ja?
Aber das nur zum Thema, wer dieses Erlebnis miterleben will, wie wir letztes Jahr schon. Sigrid war ja auch dabei mit ihren Krücken, das werde ich nie vergessen. Sigrid, dieses Mal gehen wir nicht per Datsch, dieses Mal fahren wir mit dem Bus. Und wer hier noch einen Bus will, noch habt ihr die Chance. Wir werden jetzt schauen, dass wir das Ganze koordinieren. Ich habe mir das eine Hotel jetzt schon mal angeschaut, wie die Entfernungen sind. Wir sind ein bisschen spazieren gefahren in Minsk. Wir müssen mal schauen, wie wir das koordinieren, wie viele Busse das verbrauchen. Bitte, wer sich jetzt nicht anmeldet in nächster Zeit, der hat dann Pech gehabt. Ja, der muss dann mit Uber oder mit den normalen Fahrzeugen fahren. Wir können nicht auf den letzten Drücker das Ganze organisieren. Ja, dieses Jahr ohne Krücken, das finde ich super. So, hier, also Live-Bilder, hier die Alexandra, hier bin ich mit Ineta, Maslow, die Doris Speidel und der Andi. Also ihr seht, wir waren wirklich dort. So, was gibt es dieses Jahr beim Ökofest zum Sehen? Die weltweit größte Drohne mit einer Tragfähigkeit über eine Tonne. Ein neues Elektromobil für Gehbehinderte mit direkter Steuerung vom Rollstuhl aus. Kein Umsteigen ist notwendig. Neue superleichte Strecke aus Kompositmaterialien mit Spannweiten bis zu 7 Kilometern. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das fertig bekommen bis dahin. Also wir haben schon ansatzweise gesehen, lassen wir uns mal überraschen. Blockchain-basierende Steuerung der Fahrzeuge soll gezeigt werden. Neuer Prachtkomplex, nicht in Aktion. Das ist schon fertig, das kann ich euch bestätigen. Und viele Überraschungen sind geplant, lassen wir es auf uns zukommen. Und aktuell in der Ausarbeitung ist Unicorn Container Transport. Mal schauen, was es da noch alles so an Überraschungen für uns gibt. Und natürlich die absoluten Hammer, Hammer, Hammer News live zu hören und nicht nur über Internet, klar, wir sind 7 Sprachen über Internet übertragen, aber dabei sein ist alles, muss ich sagen, es ist einfach ganz ein anderes Gefühl. So, und wer Hunger hat, ich habe euch ja verraten, die Pflanzen sehen dort sehr gesund aus. Hier zeigt er eine von den gelben Rüben. Ich habe sie gefragt, ob sie die verkaufen. Nein, die werden zubereitet, haben sie gesagt, zum Ökofest. Also ihr könnt dann auch Karotten essen. Ich weiß nicht in welcher Form, aber es wird nicht verkauft. Es wird eben auch beim Ökofest mitverarbeitet. Und die Erdbeeren sind klein, aber oho und sehr fein. So, und am Tag danach, am 5. August findet dann die Skyway Capital Konferenz in Minsk hier im Beijing oder Hotel Peking. Ja, weil viele das nicht wissen, dass das das Hotel Peking ist. Beijing ist nichts anderes wie das englische Wort für Peking. Und hier in diesem Hotel ist natürlich sehr nobel, sehr teuer, wer dort absteigen will. Wir steigen, ich selber bin im Renaissance Hotel, ist auch nicht billig. Diejenigen, die kostengünstiger untergebracht werden wollen, denen empfehle ich das, sagen wir es, Jubilani Hotel. Dort sind viele von unseren Partnern untergebracht. Das werden wir auch sicher mit dem Bus anfahren. Ist auch sehr, sehr gut. Waren wir letztes Jahr, kann man einfach nur empfehlen. Minsk ist eine Traumstadt, sehr sauber. Der historische Teil ist einfach unglaublich schön, wirklich unglaublich schön, vor allem wenn das Wetter noch passt, wie jetzt letztes Wochenende. Kann es euch nur empfehlen, seid dabei. Was wollt ihr denn am Meer im Urlaub? Minsk ist doch viel, viel schöner. Ich fahre gleich zweimal hin. Also. So, und dann, wie gesagt, wer dabei sein möchte, kann sich dann anmelden übers Backoffice und muss dort auch, ich glaube, 25 Euro, ja genau, 25 Dollar bezahlen. Ich habe schon meine Order schon heute aufgegeben. So, dann komme ich schon zum Schluss. Ende September, nämlich vom 18. bis 21. September, wird die InnoTrans in Berlin stattfinden. Hochinteressant, wer nicht zum Ökofest kann, der sollte wenigstens zur InnoTrans kommen. Es ist einfach faszinierend. Er spricht hier auch, er ist ja der Chef der Highspeed-Fahrzeuge, Highspeed-Strecken und so weiter. Er hat ja hochinteressant ein Interview gegeben zum Thema Highspeed, warum man kleinere Fahrzeuge und so weiter nimmt, weil es viel effizienter ist, man ist viel beweglicher wie mit so großen Fahrzeugen, aber es wird sicherlich später beides geben. Und ein 6-Personen-Fahrzeug soll dann eben auch im
in der InnoTrans live ausgestellt werden. Bisher natürlich alles unter tiefster Verborgenheit, dass man hier ja nichts sieht, und das ist auch gut so. Also wer dabei sein möchte, plant bitte den 21. ein. Am 22. ist dann eine Veranstaltung im Anschluss von Skyway Capital. Nähere Informationen kommen auch demnächst. Und oder in den nächsten Webinaren, Workshops werde ich möglicherweise die Informationen schon bekannt geben. Ich gebe es nur noch nicht, weil es noch nicht alles hundertprozentig ist. Aber ich denke mal, das nächste Mal gebe ich euch hierzu die nähere Information, wo es stattfindet. So, und dann haben wir noch ja, die Produktionsfläche, das haben Sie jetzt noch aus dem russischen Webinar gesagt. Mal schauen, dass wir noch offen, ein paar Informationen habe ich noch für euch, tut mir leid, müsst noch ein bisschen aushalten. Hier, ihr seht hier diese Fläche, ja, die ist ausgerichtet natürlich für die Serienfertigung. Man hat die Möglichkeit, auch weitere Produktionsflächen anzumieten, haben Sie heute gesagt im Webinar. Man hat langfristig vor, diese Gebäude zu kaufen, ja, um das Ganze natürlich noch effizienter zu gestalten und vielleicht noch andere Gebäude anzumieten. Also das ist ein wichtiges Thema. Dann haben Sie erwähnt, okay, Tallinn habe ich schon erwähnt. Südamerika habe ich auch erwähnt. Ach ja, ein regionales Bauprojekt in Malta ist noch in der Ausarbeitung. Und zwar geht es hier um eine Skyway-Strecke, die zwei Inseln miteinander verbinden soll. Möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und dann zum Thema Token, die Dokumentation, bei denen die Token von Skyway beschreiben, sind auch fertig für die Weitergabe an die Finanzbehörden. So. Der eine oder andere, der vielleicht Informationen hat oder sich immer mal wieder Informationen holt von der Invest Group, was die so alles erzählen, der hat vielleicht mitbekommen, dass Herr Fratov vor kurzem eine Aussage gemacht hat, die ist natürlich schon hochspekulativ, aber ich will euch sagen, und zwar sagt er, sehr frech, in 6 Monaten werden die Anteile 3 bis 5 Dollar für 3 bis 5 Dollar angeboten. Also das ist natürlich schon extrem hochgegriffen. Und Sergio oder Maslow sagen, sie können weder bestätigen noch eben ableugnen. Möglich ist ja alles, wenn natürlich vielleicht Großinvestoren sich da einkaufen, ist alles möglich. Ja, es ist natürlich sehr hochgegriffen, aber es ist nichts ist unmöglich, das weiß man, ja. Aber ihr seht schon, was hier schon spekuliert wird, in welcher Größenordnung die sich schon bewegen in den vorbörslichen Bereich, was passieren könnte, ja. Aber bitte Vorsicht, ja. Sowas ist immer mit Vorsicht zu genießen, und deshalb muss man sagen, nichts ist unmöglich, aber ich denke mal, wir wären schon froh, wenn es im Dollarbereich bewegt. Aber es bestätigt das, was ich mir immer denke, wenn es an die Börse geht. Ich glaube nicht, dass es mit einem Dollar an die Börse geht. Man wird sich im mehrstelligen Dollarbereich bewegen. Und das deutet natürlich diese Vermutung auch darauf hin. Aber wie gesagt, das ist einfach eine Behauptung, die der Herr Fratov, das ist der Chef von der Investment Group, macht. Er meint, dass es so kommt, weil er schon mit vielen verhandelt. Es ist nicht unmöglich. Man muss einfach warten, wie das Ganze sich entwickelt. Die Sigrid bestätigt auch, also meine Vermutung liegt auch in dieser Richtung. Die Frage ist, wann geht es wirklich in den IPO? Dr. Maslow hat eines gesagt zum Thema IPO. Es muss ja ein IPO nicht zwingend über Banken laufen. Das nur mal als Abschluss noch dazu, warten wir es ab, aber seht bitte alle in Skyway die Langfristigkeit. Wer hier sagt, oh, ich will jetzt hier einkaufen und will dann am besten für 30 Cent oder 50 Cent verkaufen, seht die Langfristigkeit, seht eure vielleicht Rentenversicherung. Welches Risiko habt ihr, wenn ihr es einkauft, im Verhältnis zu dem, was möglich ist, wenn ihr nur diese Behauptung mal anschaut, was dieser Finanzexperte oder dieses Finanzstudio gesagt hat. Wenn die nur halb recht bekommen, ja, dann wäre es ungeschickt, diese wertvollen Möglichkeiten hier zum Billigpreis
zu verschleudern. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich werde den Teufel tun. Also ich werde hier schön brav warten und mache es denen sehr ungemütlich, weil ich nichts hergebe. Dann, je weniger das wir im Vorfeld hergeben, desto teurer müssen die Großinvestoren einkaufen. Das ist ganz einfach. So, das war es jetzt von mir für heute. Ich habe euch einiges erzählt, denke ich jetzt mal. Die wichtigsten Sachen haben wir. Nächste Woche im Workshop habe ich auch noch das eine oder andere, das vielleicht workshopmäßig interessant ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend und wie gesagt, die letzten Informationen, das ist immer unter Vorbehalt, deswegen auch ohne schriftlich, ohne Bilder. Schönen Abend noch und ich hoffe, dass wir alle die nächsten Jahre ausgesorgt haben.